Hallo und willkommen bei den How-To Buddies. In diesem Video möchten wir euch zeigen, wie ihr auf dem Motorola Razr 40 Apps ordnen bzw. App-Ordner erstellen könnt. Um eine App anzuordnen, tippen wir lange auf sie drauf und können die dann einfach so ein bisschen bewegen und dann innerhalb dieses vorgegebenen Rasters platzieren, wo wir möchten. Über den rechten Bildschirmrand können wir auch auf die zweite, dritte Seite und so weiter und über den linken Bildschirmrand halt auch wieder zurück auf die erste. Das gleiche können wir auch mit den Widgets machen, die können wir auch beliebig platzieren. Und wir können auch die Startseite befüllen, indem wir in unser Menü gehen und da lange auf eine App gehen und die dann hochziehen und so eben eine Verknüpfung zur Startseite erstellen. Um nun einen App-Ordner herzustellen, gehen wir auch lange auf die App, halten die so fest und ziehen sie einfach auf eine andere App drauf und lassen sie dort fallen. Wenn wir dann mal in den Ordner reingehen, können wir hier sogar den Namen bearbeiten und beliebig viele Apps reinziehen und auch innerhalb des Ordners platzieren, wie wir möchten. Genauso können wir auch den Ordner umverlegen. Und um den App-Ordner jetzt nun wieder aufzulösen, gehen wir wieder rein und nehmen wieder die App in die Hand und ziehen sie quasi einfach aus dem Ordner raus. Wenn wir das mit der vorletzten App machen, könnt ihr das gleich hier ganz gut sehen. Dann verschwindet der Ordner auch von ganz alleine, also man muss da dann nichts löschen oder so. Ich hoffe, dieses kurze Video zum App-Ordner erstellen bzw. Apps ordnen auf dem Motorola Razr 40 hat euch gefallen und geholfen. Hinterlasst uns gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video. Bis dann, tschüss!